begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzenlehren und deinem erfolgreichen Dance-Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft? Dann zieh dir jetzt dein Upgrade für Premium-Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Als feststand, dass 2022 der Intaco tatsächlich endlich wieder stattfinden konnte, habe ich meinen Kalender aufgeschlagen und mir diese Zeit erstmal großrot angemarkert, denn ich wusste, dass ich dort wenigstens 2-3 Tage hin musste. Ich habe in den letzten 2 Jahren unfassbar viele liebe Kollegen vom ATTV kennengelernt und wusste, das ist meine Chance, um dort alle zu treffen oder alle zum ersten Mal in echt zu sehen, weil in echt jemanden nochmal zu treffen eine ganz andere Qualität hat. Online geht viel langsamer und die Kommunikation ist ja trotzdem, auch wenn es so weit, wie wir das gemacht haben, gut war, nochmal ein Stück intensiver. Man kann den anderen spüren, man kann ihm in die Augen schauen, was ja auch sonst beim Telefon oder bei Zoom nicht möglich ist, und kann nochmal dessen Ausstrahlung und Charme oder Charmantheit spüren. Und du musst wissen, wenn du noch nichts vom Intaco gehört hast, der findet eigentlich jedes Jahr statt und er fiel 2020 und 2021 wegen der Corona-Zeit aus. Und dieses Jahr war es unglaublich berührend für mich. Erstens, weil ich dort mittlerweile viele Freunde treffen konnte, die ich in den letzten 3 Jahren kennengelernt habe. Aber es war eine ganz magische Stimmung, die in der Luft lag. Ich kam rein und hatte einen Kellner noch mit Maske gesehen und dachte so, okay, musste auch aufziehen. Musste durch, hatte ich mir anders vorgestellt. Aber dann bin ich die Treppen runtergegangen und habe alle ohne Maske gesehen. Und ich fand das so schön, weil ich mir halt einfach erhofft hatte, dass wenn ich die anderen sehe, dass ich die natürlich mit Gesicht sehe. Ja? Und Gefühle spiegeln sich nun mal zum Großteil auf dem Gesicht wieder. Und jemanden lächeln zu sehen, ihn anlächeln zu können, war halt einfach etwas sehr, sehr Bewegendes für mich. Es war eine sehr offene Stimmung. Also ne, für diejenigen, die da waren, die haben gespürt, hier passiert was ganz, ganz, ganz Echtes, was nicht gekünstelt ist und wo es auch nicht darum geht, sich jetzt großartig darzustellen, sondern einfach die Kommunikation und das Miteinander zu empfangen. Und der Intaco ist der internationale Tanzlehrerkongress vom ADTV, dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband. Und hier kommen Azubis, Tanzlehrer, Tanzschulinhaber, Dozenten, Ausbilder zusammen und tauschen sich aus und unterrichten sich gegenseitig. Das heißt, die meisten der Workshops, Seminare sind aus den eigenen Reihen. Natürlich wird auch darauf geachtet, dass von außen die Dozenten auch mal rekrutiert werden. Aber es ist halt einfach eine große Kompetenz da in diesem Verband. Und das ist wirklich schön anzusehen, wie vielseitig dann auch die Workshops sind oder auch Seminare und wie gegenseitig man einfach inspiriert und Idea-Sharing betreibt. Ich hatte dieses Jahr gar kein großes Ziel, außer alle zu sehen, alle in echt zu sehen und zu spüren und mit ihnen Worte von Gesicht zu wechseln und einfach mal sehr offen und mit keinem großen Endergebnis als Ziel dorthin zu gehen. Und was soll ich sagen, ich war wirklich 2 Tage auf diesem Kongress und ich habe mich die ganze Zeit auf diesen Verkaufsflächen oder Ständen, Messebereich bewegt oder war an der Cafeteria oder am kleinen Snackbereich und ich habe dauernd wunderbare Menschen getroffen, kennengelernt, neu kennengelernt, in echt gesehen. Und mir war keine Sekunde langweilig. Und ich dachte so, wenn ich jetzt noch hier einen Stand gehabt hätte vom Tanzfunk oder so, da wäre ich echt überfordert gewesen, ja, weil sich so viel angestaut hatte und so viel geteilt werden wollte auch. Und es ist eben so wichtig, dass wir uns auch haben. Und das Bedürfnis war einfach unfassbar groß, miteinander so
echt zu sein und auch mal wieder ein bisschen enger zu sein, ja, mal ein paar Sorgen nicht mehr zu haben und sich einfach nur anzustecken mit einer unfassbaren Freude für unsere Profession. Und ich habe einige Kollegen im Nachhinein gefragt, wie hat es dir gefallen? Und es haben so viele mir im Handumdrehen ein Feedback gegeben, dass ich dir als nächstes das erstmal von Ronny, Tamika und Kai. Der diesjährige Intaco wird mir sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben. Es war ein sehr besonderer Kongress. Für mich stand diesmal gar nicht unbedingt das Tanzen im Vordergrund oder die verschiedenen Inhalte aus den Workshops. Für mich war es ganz, ganz wertvoll, die ganzen Kolleginnen und Kollegen wiederzutreffen, die Energie zu spüren, die wir uns gegenseitig als ADTV-Familie gegeben haben, dass wir die Pandemie überstanden haben, dass wir uns gegenseitig Kraft gegeben haben. Ich glaube, man hat gespürt, dass wir als Kollegen und Kolleginnen noch enger zusammengerutscht sind. Und natürlich waren auch die vielfältigen Workshops wieder der Knaller. Es war für jeden Geschmack was dabei. Und ja, es war ein ganz, ganz wichtiges und energiebringendes Signal, dass der Kongress dieses Jahr in Düsseldorf stattgefunden hat. Und dafür mein ganz herzlicher Dank an das komplette Orga-Team. Hallo, ich bin Tamika. Ich war sehr gespannt auf das diesjährige Intaco. Nach der langen Pause wusste man ja doch nicht, wie sich das alles anfühlt, wie sich die Leute verhalten. Und dementsprechend war ich wirklich positiv überrascht, dass die Atmosphäre so locker ist und dass man so auch freundlich miteinander umgegangen ist und aufeinander zugegangen ist und nicht diese Distanz gewahrt hat, sondern das wirklich wieder voll miteinander verschmolzen ist. Ich kann vor allen Dingen nur ein Feedback geben über den Solotanzbereich, weil ich da mehr war. Und die Stimmung, die war Bombe. Die Leute, die haben direkt mitgezählt, die haben so viel mitgemacht und neue Sachen ausprobiert. Ich durfte selber eine Klasse unterrichten, auf dem mit hohen Schuhen getanzt wurde. Da waren auch Jungs mit dabei. Und ja, ich hatte riesen Spaß. Mein Herz war voll erfüllt. Natürlich gibt es Sachen, die man vielleicht noch ausbauen kann. Jetzt so am Abendprogramm wurde ein bisschen gespart, was man aber auch verstehen kann, weil ja nicht überall das Geld da jetzt dann da war zum Rausschmeißen. Aber das ist natürlich noch ausbaufähig für die Jahre drauf. Man braucht auch noch was, auf das man sich dann freuen kann. Genau, und das mache ich. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. 100 Jahre ADTV, das ist ja meine Zahl. Der Intaco dieses Jahr war ja außergewöhnlich. Nach 3 Jahren endlich mal wieder mit den Kollegen zusammen zu sein, sich auszutauschen, das war für mich eigentlich das Wichtige an diesem Intaco oder das Schönste. Natürlich war das Programm, die Seminare, die Referenten toll, aber für mich persönlich, mein Highlight war einfach nur, mit den Kollegen zu quatschen, sich auszutauschen. Neben dem ganzen Treiben dieses Kongresses war für mich der Galaabend am Mittwochabend besonders berührend, weil in der Luft lag einfach ganz viel Dankbarkeit und Freude darüber, dass wir unsere Passion weiter ausleben können, egal was du sagst. Es war das Feiern dieser Berufung. Und ja, ich weiß, dass nicht alle dabei gewesen sind, die gerne gekommen wären, weil die Bedingungen ja nun wieder ein bisschen lockerer waren und diejenigen, die mehr Sicherheit und mehr Maßnahmen gebraucht hätten, nicht gekommen sind. Ich kann nur sagen, für all diejenigen, die da waren, war es einfach schön. Es war einfach endlich mal wieder schön, so beisammen zu sein. Und ja, wenn der ein oder andere mir im Nachhinein gesagt hat, so als Kritikpunkt, dass das Programm bei dieser Gala nicht so üppig wie bei sonstigen Abenden war. Einer hat sogar relativ frustriert gesagt, da ist ja mein Programm meiner normalen Schülerbälle viel üppiger, als was wir hier geboten haben. Kann ich persönlich an dieser Stelle von mir sagen, mir hat das, was da war an Programm, völlig ausgereicht, denn sonst hätte ich niemals die Gelegenheit gehabt, mit den Kollegen zu tanzen, mich auszusprechen oder auszutauschen und auch wirklich mal von Tisch zu Tisch zu wandern und zu gucken, wow, die und die oder der und der ist ja auch noch da. Man hat ja gar keine Zeit zwischen den ganzen verschiedenen Angeboten, die es am Intaco gibt, einfach auch ausreichend miteinander zu sprechen.
Und da muss man sich schon zum Frühstück verabreden, zum Mittagessen oder freut sich dann einfach, wenn jemand dann nochmal beim Vorübergehen laufen begegnet. Aber der ATTV-Tanzlehrer, der hat schon ein ganz ordentliches Programm, nicht so ein Luxus wie ich, die dann einfach alle Zeit der Welt hat, um sich auszutauschen. Und ich kann nur sagen, ich bin mir sehr, sehr sicher, ohne dass ich das zu 100% weiß, dass man sich im Vornherein sehr viele Gedanken gemacht hat, wie man dieses Programm der Gala gestaltet, wie viel ist genug, was braucht es vielleicht gerade, was hat man auch an Geldern übrig oder was möchte man an dieser Stelle vielleicht investieren im Hinblick auf das, was vielleicht noch kommen könnte, dass man vielleicht trotzdem noch eine Reserve hält. Und ich weiß, dass Verbandsarbeit von außen betrachtet für jemanden manchmal ziemlich leicht aussehen mag. Ich weiß aber durch meinen Verband, in dem ich bin und immer wieder Gelegenheit habe, durch eine Freundin da mehr zu erfahren oder mehr mitzubekommen, was das bedeutet. Es ist nicht so einfach. Ja, es ist nicht nur, es sitzen ein paar Freunde zusammen und bestimmen über ein paar andere Freunde, sondern da ist sehr viel Verantwortung dabei. Da sind politische Gelder dabei, da sind politische Kontakte und was auch immer für Sachen dabei, die man dann einfach befriedigen muss oder wo man dann halt einfach sehr, sehr, sehr viele Interessen irgendwie in Einblick haben muss. Also mir hat es völlig gereicht. Ich hatte auch etliche Kollegen, die gesagt haben, dass es ihnen so ähnlich ging wie mir, dass man da gar nicht mehr braucht. Und ich bin halt auch so, ich war so voller Dankbarkeit, dass es stattgefunden hat, dass alle sich so schön gemacht hatten, dass alle Zeit hatten. Ich brauchte an dem Moment auch gar nicht viel, weil für mich geht es nicht um schneller, höher, weiter, sondern dass wir einfach an dieser Stelle zusammen sein durften und konnten. Und ja, man kann ja an anderer Stelle wieder mehr Programm machen oder mehr eine Schippe drauflegen. Es ist auch schön, wenn es von Veranstaltung zu Veranstaltung auch nicht immer gleich viel oder bei jedem Mal noch mehr und noch mehr sein muss. Man darf da auch erstmal wieder in Demut vor dem, was alles so passiert ist, ein Stückchen wieder zurücktreten. Ich hoffe, ich habe jetzt allejenigen, die da viel, viel mehr erwartet haben, nicht irgendwie vom Kopf gestoßen. Das ist auf jeden Fall nicht meins. Ich fand es einfach schön. Ich fand es schon fast heilig, muss ich sagen. Unglaublich. Ich durfte mit so vielen anderen Tanzlehrenden, Tanzschulinhabern, Tanzstudio-Leitern diese Passion feiern. Das hat mir persönlich sehr, sehr, sehr viel bedeutet, weil ich unendlich froh war, nach dieser teilweise auch wirklich schrecklichen Zeit einfach wieder so Leben in mir zu spüren. Es hat überall gepritzelt. Es war einfach unfassbar schön. Und ich weiß, dass es meinen Kollegen Fiona, Michael und Sascha ähnlich ging. Das 100-jährige ADTV-Jubiläum, der Kongress, man bedenke, dass mit einer Lücke von 2 Jahren das Team der Intaco-Kommission und der Geschäftsstelle im Trainingsrückstand war und die Organisation hat einfach an die Qualität der Vorjahre anknüpfen können. Aus meiner Perspektive ist sie sogar gestiegen. In den letzten Jahren vorher war das wachsende Bedürfnis, dass in dem Rahmen nicht nur die Lehrerrolle gepampert wird, sondern stattdessen selbst praktiziert wird. Und dem wurde wirklich Raum gegeben. Zu allen großen Social Dance Stilen gab es eigene Community-Tanzflächen und dieses Gefühl, einfach auch selbst Schüler sein zu dürfen, das war wirklich ganz wunderbar. Und nicht als Lehrer so behandelt zu werden, als ob man eh schon alles kann. Und dieser Ausgleich ist ein riesiger Wert für die Veranstaltung in Taco. Und unter den Kollegen sein und sich dabei selbst als Tänzer und Schüler austoben zu dürfen, das beruhigt einfach den inneren Druck, sonst immer Vorbild sein zu müssen. Ich habe die Atmosphäre wirklich sehr genossen. Sie war für mich getragen von Dankbarkeit und auch so Glückseligkeit einfach. Diesen Kongress jetzt genau live und in Farbe erleben zu dürfen. Ich war innerlich darauf vorbereitet, Gejammer und Schwarzmalerei zu hören und habe im Gegensatz dazu ehrliche Anteilnahme und viel Lösungsorientierung gespiegelt bekommen. Manchmal tut auch
Teilnehmern der Tanzschule eine Tanzpause ganz gut, um loszulassen und mit frischem Wind weiterzumachen. Und das habe ich mit meinen Kollegen auch gespürt. Der frische Wind, die Freude, sich mit seinem selbstgewählten Lieblingsberuf wieder neu erfinden zu dürfen, war ein ganz wunderbares Zusammentreffen. Vielen Dank dafür. Seit über 10 Jahren feiert natürlich der Intaco vorher den Intaco Open. Intaco Open ist natürlich auch verbunden mit den Medaillen Cups, das heißt also für alle Hobbytänzer, die gerne auch mal tanzen wollen, zum Beispiel keine offiziellen Turniere, aber Medaillen Cups, die werden sich dann hier natürlich auch mit anmelden. Diese Veranstaltung geht über 3 Tage und es sind auch mit namenhaften Menschen dabei, die auch zum Beispiel vorher unterrichten oder jeweilige Tipps geben, was kann man machen, was kann man besser machen oder auch etwas Neues lernen. Dieses Jahr waren auch Herr und Frau Lusin dabei, meine Person, ich bin schon seit längerem dabei, aber wir hatten gemeinsam viel Spaß und die Medaillen-Cup-Gewinner haben zu Recht natürlich diesen Cup gewonnen. Über 400 Startern gab es und wenn die Corona-Zeit vorbei ist, werden es vielleicht hoffentlich viel, viel mehr. Der Intaco dieses Jahr war wunderschön. Nicht nur aufgrund der Vielfalt des Angebots dieses Mal, sondern einfach auch seine Kollegen nach nun fast 3 Jahren wieder zu sehen, mit ihnen zu reden, sich auszutauschen, wie sie durch die Pandemiezeit gekommen sind. Das war wunderschön und auch zu sehen, wie froh und auch glücklich die Kolleginnen und Kolleginnen sind, wieder aufeinander zu treffen und wirklich ihrer Passion und ihrer Leidenschaft dem Tanzen nachzugehen. Das war wirklich ganz großes Kino dieses Jahr und natürlich auch die, wie schon erwähnt, die Vielfalt des Tanzens, die angeboten wurde. Und ich darf noch ein bisschen dich näher in den Intaco einführen, sage ich mal, soweit ich das mich mit anderen ausgetauscht habe und das auch weiß. Es gab, bevor es den ATTV gab, der vor 100 Jahren gegründet wurde, am 11. September 1922 in Halle an der Saale, gab es schon in Bad Kissingen regelmäßige Treffs, wo sich Tanzlehrer ausgetauscht haben. Und man wollte dann einfach etwas Festes haben, einen festen Verband, wo man Grundlegendes miteinander beschließen konnte oder auch für die ganze Berufungsschaft festlegen konnte und das auch verbindlich miteinander vereinbarte. Und deswegen ist später der Tanzlehrerkongress gegründet worden, wo das einfach noch mal im größeren Rahmen offiziell mit mehr Aufwand und mehr Weiterbildungsmöglichkeiten dann aufgezogen wurde. Und wenn du mit beim Intaco 2019 warst und auch schon den Einfach-Tanzen-Podcast gekannt hast, dann kannst du gerne mal im Tanzfunk weiter runterscrollen. Dort habe ich einige Gespräche nach dem Intaco damals geführt, auch mit Ingo Voite, der den Kongress geleitet hat. Ganz spannend, was er da auch schon erzählt hat. Ich glaube, Sophie hat sich da jetzt auch gar nicht geändert. Vor dem Kongress ist nach dem Kongress, sagt er immer. Und nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Von daher gesehen, wenn du da noch mehr Informationen willst, kann ich dich auf diese Interviews auf jeden Fall sehr gerne verweisen. Das ist also ein riesengroßer Kongress, der hauptsächlich für die Weiterbildung genutzt wird und für den Austausch. Es ist eine mehrtägige Veranstaltung mit Seminaren, Vorträgen, Workshops und auch internationalen Gästen, also internationale Tanzlehrer habe ich auch getroffen und eigentlich es wird jeden Abend auch was anderes veranstaltet, von einer Jungtanzlehrerparty bis halt eben einer Gala oder auch ein Comedian war da. Und dieses Jahr war es besonders, weil es ja 100 Jahre ATTV waren. Ein ganz besonderer Intaco. Ich glaube, der Slogan war 300 Jahre Tanzen lernen, 100 Jahre ATTV. Das ist natürlich ein mega Meilenstein, auch für unsere gesamte Tanzlehrendengeschichte, weil 100 Jahre Tanzlehrerverband bedeutet, dass das eine
gefestigte Tradition aus meiner Sicht ist. Ganz spannend auch wenn jemand sich nicht dem ADTV verbunden fühlt oder in einem anderen Berufsverband ist, ist das trotzdem der älteste Berufsverband, den wir als Tanzlehrende haben. Und auch ich bin noch nicht, sage ich immer, im ADTV, aber wir können trotzdem alle stolz sein, dass diese Berufung, dieser Beruf und diese Profession einfach schon ein Jahrhundert sich in unserer Tanzgeschichte verankert hat. Also ich feiere das mit. Ich feiere das wirklich mit und bin froh, dass es die Frauen und Männer damals gemacht haben und sich hingesetzt haben, gesagt haben, wie kann so ein Berufsverband aussehen? Wie kann man den pflegen? Und der ist gewachsen und der hat wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte auch. Das konnte man sehr gut in dieser Festschrift 300 Jahre tanzen lernen, 100 Jahre in ATTV nachlesen. Die kann ich also sehr empfehlen für allejenigen, die die beziehen wollen. Packe ich den Link dazu natürlich in die Shownotes. Als weiteren Punkt ist es auch ein Messetag oder Messetage, so eine Handelsbörse, wo man einfach sich auch die neuesten Sachen vorstellt, ob das Mode ist oder Raumpflege oder Musik. Es gab wirklich so viel. Es gab natürlich Tanzschuhe ohne Ende. Es gab eine ganz, ganz liebe Frau von einem Kollegen, die dort Düfte vorgestellt hat und Öle. Also ich muss sagen, vom kostenlosen Eis bis zu neuen Tanzschuhen und Tanzmode, man hat echt alles gekriegt. Und ich bin da super gerne drüber flaniert. Es ist eine super Möglichkeit, sich auch zu informieren oder endlich mal ein paar neue Tanzschuhe sich zu besorgen. Ja, wenn als Tanzlehrender oder gerade InhaberInnen, die haben ja nicht so oft die Möglichkeit, draußen auf der Pirsch zu sein und sich neue Tanzschuhe zu holen. Angepasst vor Ort oder anprobiert ist halt immer noch mal was anderes, als wenn man das im Katalog bestellt. Und an dieser Stelle möchte ich unbedingt Carsten, Sinica und Lydia zu Wort kommen lassen, die nämlich wie folgt die Veranstaltung empfunden haben, den Intaco. 100 Jahre ADTV und endlich, endlich wieder Intaco. Es war mir eine riesige Freude und eine Ehre, endlich wieder dabei sein zu dürfen bei diesem großen Happening, wo sich Kollegen, Freunde, Auftraggeber endlich wieder getroffen haben. Eine Ehre, als Aussteller dabei gewesen zu sein mit meinen Programmen Magic Meets Dance, Show Hypnose Live, aber auch als Referent doch mal den ein oder anderen ADTV-Kollegen so ein bisschen zu sensibilisieren für das Thema Kundenbindung durch Magie, magische Momente schaffen und so weiter. Es war toll, es hat mir riesig Spaß gemacht und ich freue mich schon jetzt auf den Intaco nächstes Jahr. Wow, Intaco 2022. Ein für mich großes, emotionales, lang ersehntes Familientreffen mit Kollegen und Freunden. Ich fand's wahnsinnig toll organisiert und auch mit neuen und auch bekannten Referenten mit spannenden und motivierenden Themen rund um das Thema Tanzen. Die Programmpunkte abwechslungsreich, so dass ich manchmal selber total im Zwiespalt war. Wohin gehe ich jetzt? Wenn ich dorthin gehe, verpasse ich dann da was? Also das war für mich manchmal, da habe ich echt gedacht, wohin gehe ich? Mein Pflichttag auf dem Kongress ist immer der Kindertanztag. Liebevolle, kreative und abwechslungsreich gestaltete Unterrichtsaufbauten, Lernzugänge und auch Tänze. Besonders auch wieder dieser Kindertanzwettbewerb, einfach sagenhaft. Die Atmosphäre unter allen teilnehmenden Kollegen war grandios, mit viel Liebe und Gänsehautmomenten. Meine Erwartungen vom Programm, den Seminaren und Workshops wurden wirklich vollstens erfüllt. Und ich freue mich jetzt schon so, so sehr auf den nächsten Intaco und ich hoffe auf nächstes Jahr. Ja, dieses Jahr ADTV war ja ein Jubiläum und gleichzeitig natürlich auch eine Besonderheit, weil 2 Jahre Pause da waren. Und ich muss sagen, es war für uns einfach fantastisch,
nach so vieler Zeit die Menschen alle wiederzusehen, aber auch dann die positive Stimmung bei allen Teilnehmern, bei allen Kunden, bei allen, ich sag mal, Referenten, bei der Organisation. Und das hat uns gezeigt, dass der ADTV, egal was von außen kommt, an Störung doch irgendwo dann immer zusammenhält und es eine ganz, ganz große Familie ist, selbst wenn man sich Jahre nicht sieht. Und unsere Erwartungen sind also absolut übertroffen worden. Wir haben es genossen, wir haben davon gezehrt, von dieser Energie, die dort war. Und ich kann nur sagen, für uns, für Mali, für Martin und Lydia, es war einfach ein fantastischer Event. Und wir freuen uns auf ganz viele dieser Events jetzt in der Zukunft wieder. Und auch wenn ich diese Folge wahrscheinlich stundenlang ausufern lassen könnte, ich werde mich auf ein paar Sachen reduzieren, die vielleicht auch für jemanden, der noch nie auf Intaco war, wichtig sind oder die mal es wert sind, erinnert zu werden, denn der Intaco ist auch eine hervorragende Jobbörse. Ob man jetzt einen Azubi sucht oder ob man einen Nachfolger sucht oder einen Geschäftspartner, es ist eine wirklich mega Möglichkeit, dort sein Personal zu rekrutieren. Und ja, dort werden auch sich gegenseitig die Azubis weggeworben. Ich habe mir das erklären lassen. Manche Tanzschulinhaber nehmen ihre Azubis, wenn die im dritten Lehrjahr sind, nicht mehr mit, weil die Angst haben, dass sie dort weggeworben werden. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen bekannt dafür, dass ich auch anspreche, was sonst keiner sich traut anzusprechen. Aber da ich da an der Stelle nicht so involviert bin, darf ich das einfach mal so erzählen. Also wenn du im dritten Lehrjahr bist und nicht mitgenommen wurdest, dann könnte das vielleicht an der Stelle daran liegen, dass man dich hütet wie ein Augapfel. Nichtsdestotrotz ist es auch eine wunderbare Veranstaltung, gerade für Azubis einfach nochmal ganz, 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 ganz viel Input zu bekommen und andere Tanzlehrende zu erleben außerhalb der eigenen Tanzschule. Also an dieser Stelle lohnt es sich, alleine, wenn du einen Job suchst, auf den Intaco zu gehen. Und ja, ich lade dich mit dieser Folge einfach ganz, ganz herzlich ein. Besuch den nächsten Intaco, sei dort, erlebe das und vernetze dich. Vielleicht bist du schon lange im ADTV, warst aber noch nie auf dem Intaco. Ich kann dir sehr, sehr empfehlen und ich habe bei dieser Veranstaltung nicht die Verlegenheit, mich beim Programm entscheiden zu müssen, sondern ich kann mich halt einfach den ganzen Gesprächen mit meinen Freunden und Kollegen hingeben. Und als ADTVler kann man natürlich das wahnsinnig als Möglichkeit nutzen, sich mit einem Schlag natürlich mal eine Riesenportion Weiterbildung abzuholen. Es ist immer in der Osterzeit. Und deswegen, da die meisten Tanzschulen da einfach zu haben, ist es ja doch relativ einfach, sich dann dorthin zu bewegen nach Düsseldorf. Am Flughafen ist das Maritim Hotel und eine wirklich sehr, sehr schöne Location. Auch wenn manche behauptet haben, der Service hätte stark nachgelassen. Ich konnte das an der Stelle nicht wahrnehmen, nicht teilen, auch wenn ich auf mein vegetarisches Essen relativ lang gewartet habe beim Galaabend. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass ich das nicht ordentlich angemeldet habe. Also in diesem Sinne, jetzt ist der Werbeblock für den Intaco vollständig zu Ende. Und ich freue mich, wenn wir uns dort beim nächsten Mal begegnen. Ich freue mich, wenn du das für dich wahrnimmst als Chance, als Möglichkeit, um zu sehen, vielleicht auch gesehen zu werden, um neues Wissen zu tanken, neue Möglichkeiten, neues Idea-Sharing und schöne Abendveranstaltung auch, sich mal wieder selber in Schale zu werfen, dann ja, habe ich mit meiner Folge an dieser Stelle genau das erreicht. Und abschließend kann ich einfach nur Martin und Matthias zustimmen, die auch sehr angetan waren von der Veranstaltung. ADTV, Jubiläumsjahr, 100 Jahre ADTV. Wow, herzlichen Glückwunsch dafür. Ich als Tanzsporttrainer war eingeladen, unter anderem eine Special Lecture Latein zu halten. Hat auch super viel Spaß gemacht, die Energie an die Leute weiterzubringen, die danach auch sofort im Anschluss ein tolles Turnier getanzt haben. Es war ein Turnier über 2 Tage und wurde unwahrscheinlich viel getanzt. Was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich auch emotional mitgegangen bin, war die Freude, dass jeder, der so einen Tanz gewonnen hat,
schier aus dem Häuschen war, weil einfach dieser Erfolg verbucht worden ist. Und diese Gesichter zu sehen, das war eine Story für sich. Also das hat wirklich super viel Spaß gemacht. Ja, als zweiter Teil von Mali waren wir natürlich auch mit dem Stand dort. Wir waren super erfolgreich dieses Jahr. Es hat also mega viel Spaß gemacht, die Leute alle wieder zu treffen, unsere Kunden zu sprechen und mit denen auch viel Spaß zu haben. Auch da war alles rund um rund. Wir haben also alles erledigt bekommen. Wir haben viele tolle, interessante Gespräche gehabt. Es war aufschlussreich und ein tolles Gefühl von großherziger Atmosphäre. Insgesamt war die Veranstaltung gelungen bis zum Besten. Und in diesen Häusern von Maritim war natürlich dann auch alles ein Guss. Der ADTV selber ist momentan meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Verband mit einer tollen Spitze. Es fühlt sich an, als ob die alles gut im Griff haben und dass alles super läuft und dass insgesamt eine tolle Atmosphäre ausgestrahlt wird dadurch. Ich bin der Meinung, das kann nur so weitergehen. Es wird sicherlich schön werden, in den nächsten Jahren wieder dabei zu sein und wir freuen uns darauf schon direkt. Das Wichtigste für mich bei Intaco ist immer das Treffen mit den Kolleginnen und Kollegen. Und dieses Jahr, nach so langer Pause aufgrund der Pandemie, war es natürlich eine besondere Freude, mal wieder sich länger auszutauschen. Und natürlich ein 100-jähriges Jubiläum ist immer etwas ganz Besonderes. Und das hat man auch der ganzen Veranstaltung angemerkt. Also für mich alles in allem eine gelungene Wiedersehensfeier, eine gelungene Veranstaltung.